Ja, guten Abend in den Rhein-Lahn-Kreis aus dem wunderschönen Idar-Oberstein. Am heutigen Tag haben wir unsere Landesliste für den bevorstehenden Bundeswahlkampf im kommenden Jahr gewählt. Aus unserem Kreis hat Robin Klaassen es auf Listenplatz Nummer 5 geschafft. Herzlichen Glückwunsch im Namen des ganzen Kreisvorstandes und aller Mitglieder aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Danke, lieber Alex. Gerne. Robin, was willst du kommendes Jahr in Berlin bewegen? Ja, als Jurist möchte ich gerne im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz wirken und dafür sorgen, dass unsere Justiz handlungsfähig bleibt, dass unsere Justiz unabhängig bleibt und dass es gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir aktuell leben, auch mit der Infektionsschutzgesetznovelle sehr, sehr wichtig, dass wir da auch aus Rheinland-Pfalz in unserer Landesgruppe einen Juristen haben, der sich mit diesen Themen intensiv auseinandersetzt. Ja, klasse. Und welches größeren Gefahren siehst du an dieser Gesetzesnovelle, die entschieden wurde, deine Einschätzung? Ja. Wir haben vor allem durch den Paragraph 28a, der jetzt eingefügt werden soll, natürlich schon den Umstand, dass wir sehr intensive Grundrechtseingriffe haben, die per Rechtsverordnung beschlossen werden können. Und man muss schon sagen, dass die Bundesregierung hier ermächtigt worden ist, massiv in unsere Grundrechte einzugreifen. Dass all das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, jetzt in Gesetzesform gegossen wurde, ja. Das halte ich für höchst bedenklich. Und nicht nur ich, sondern auch zahlreiche namhafte Rechtswissenschaftler haben sich da sehr kritisch geäußert. Ja, vielen Dank für deine erste Einschätzung. Das war jetzt das erste Video. Wir werden jetzt in Zukunft noch öfters Videos drehen. Für die Tonqualität haben wir jetzt auch gesorgt. Nachdem ich meinen letzten Dreh unten am Bahnhof in Lahnstein gedreht hatte, während die Kesselwagen entsorgt worden sind, da war der Ton nicht so prickelnd. Da bitte ich nochmal um Verzeihung. Aber wir haben aufgerüstet und werden euch jetzt in Zukunft öfters hier über den YouTube-Kanal über Neuigkeiten informieren. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao. Tschüss.